Ich darf Ihnen beide Kontrahenten vorstellen. In der blauen Ecke ist ein Mixed-Martial-Artist, 23 Jahre alt, 1,82 Meter groß. Bisher 11 Kämpfe, 6 Siege, 5 in Niederlagen. Vom Integra Fight Team, Gocha Smoyan! Sein Gegenüber in der roten Ecke, ebenfalls ein Mixed-Martial-Artist, 26 Jahre alt, 1,87 Meter groß. Bisher 13 Kämpfe, 9 Siege, 3 Niederlagen, 1 Unentschieden. Vom Mirkos Fight Team aus Offenburg, Musa Yangubayev. Da gibt es die letzten Instruktionen für die Kämpfer. Beide sehr konzentriert. Beide haben heute eine große Aufgabe vor sich. Die erste Runde, Round 1. Jetzt können Sie loslegen. Erster Treffer für Smoyan zum Körper und ein Haken hinterher von Yangubayev. Oh, harte Rechte von Smoyan. Und da rächt es sich, dass Yangubayev mit so tiefer Deckung kämpft, aber ihm gelingt der Takedown, er befindet sich in der Guard und schiebt einen Ellbogen hinterher. Also die Jungs, wie wir schon gesagt haben, die legen direkt von Anfang an los, kein Abtasten. Die schwingen hier direkt, ein paar Mal wurde auch schon gut getroffen und jetzt Musa in der Oberlage. Smoyan dreht sich in die Armbar, kommt in die Armbar. Wird er sie finishen können? Yangubayev klingt der Escape. Er schickt zwei Fäuste hinterher. Begibt sich direkt wieder in die Guard seines Gegners. Ob das so clever war, wird man sehen müssen. Hätte vielleicht den Zeitpunkt zum Passieren nutzen sollen. Attackiert mit Hammerfäusten. Will sich ein bisschen Platz schaffen. Actionreiches Gefecht schon in den ersten Sekunden, Andreas. Viel, viel Action. Man merkt Yangubayev natürlich seinen Background an. Das sieht man oft bei Ringern, dass sie die Tendenz dazu haben, im Bodenkampf immer wieder nach vorne zu gehen, auch wieder in die Guard zu fallen und dann eben auf Submission-Versuche anfällig zu sein, wie jetzt hier auch gerade wieder. Smoyan setzt eine Triangle an, aber so wie es aussieht, kommt Musa an der Guard vorbei, ist jetzt in der Side-Control. Aber dennoch Smoyan vom Rücken gefährlich, gefährliche Upkicks und ständig Submission-Versuche. Das ist Bodenkampf, wie wir ihn sehen wollen. Yangubayev marschiert hier zur Nord-Süd-Position. Nein, bleibt in der Side-Control. Attackiert konstant, lässt keinerlei Möglichkeiten hier, Smoyan ein bisschen durchzuschnaufen. Der seinerseits jetzt die Füße am Käfig, wird wahrscheinlich versuchen, sich hier zu befreien. Ob er das mit einem Explosiv... Ja, jetzt hier explodiert er in die Richtung, hat ihm nicht allzu viel gebracht. Und er muss da raus, blutet auch schon am linken Auge, hat sich ein Cut geöffnet. Also die Jungs geben von Anfang an Vollgas. Ja, da hat einer der Ellenbogen von Yangubayev bereits Wirkung gezeigt. Und er schickt einen hinterher und noch einen hinterher. Und einen dritten Ellenbogen. Das wird hier nicht besser für Gocha Smoyan. Er muss versuchen, seine Position zu verbessern, sollte schleunigst sich die Guard zurück erarbeiten. Aber Yangubayev, steinhartes Positioning aus der Top Control, schickt dir kurze Fäuste hinterher. Da explodiert Smoyan, aber landet wieder unten und wieder mit Yangubayev in der Side-Control. Der Befreiungsversuch vergeblich, aber trotzdem, er muss was tun. Er muss auf jeden Fall zeigen, dass er noch im Kampf ist. Hier doch harte Ellenbogen. Unglaublich hartes Ground and Pound von Musa, der bislang hier nicht allzu viel zulässt bei Gocha und dadurch lässt er ihn auch nicht gerade gut aussehen. Ja, ein paar Fehler, die Yangubayev vielleicht am Anfang gemacht hat, war in seinen ersten Kämpfen, dass er ein bisschen zu viel auf Lane Prey gesetzt hat, starkes Ring hatte, aber nicht aktiv genug war. Das hat er auf jeden Fall abgestellt. Arbeitet hier sehr, sehr viel von oben. Auch wiederholt diese kurzen Ellbogen, diese kleinen, fiesen Ellbogen, die vielleicht nicht nach viel aussehen, aber meine Damen und Herren zu Hause, wie sie jetzt vor ihren Geräten sitzen, lassen sich versichern, das kann schon ganz schön gut wehtun, das kann durchrütteln und das kann vor allen Dingen Cuts öffnen. Hier jetzt auch spritzt der Schweiß und auch das Blut ein bisschen. Also hartes Ground and Pound. Mal gucken, wie lange sich der Referee das noch anguckt. Ja, sehr, sehr große Gefahr für Gocha Smoyan. Wenn er sich hier nicht schnell in eine bessere Position begibt, wird der Kampf vorbei sein. Hier gibt es ein Timeout. Ich denke mal, die
Ärzte hier am Ring werden sich den Cut mal anschauen. Es blutet sehr, sehr doll. Sollte man vielleicht nicht immer voreilige Schlüsse ziehen. Platzwunden am Kopf neigen dazu, sehr stark zu bluten. Vor allem, wenn der Puls so hoch ist, Andreas. Ja, die neigen dazu, dass sie stark bluten. Vor allen Dingen, wenn man schon ein bisschen geschwitzt hat. Aber das hier blutet schon wirklich sehr stark. Es würde mich wundern, wenn der Kampf hier weitergeht. Vor allen Dingen, weil das mir so aussieht, als wäre es an einer Stelle, wo das Blut auch ins Auge laufen kann. Und das natürlich die Sicht des Kämpfers erheblich beeinträchtigt und damit auch die Sicherheit des Kämpfers, weil was man nicht sieht, das kann einen besonders stark verletzen. Also wenn der Kampf hier weiter ginge, würde mich das wundern aus meiner Erfahrung heraus. Und der Kampf ist vorbei. Der Referee winkt den Kampf ab. Ein weiterer Sieg für Musa Yangubayev, der eine sehr, sehr dominante Leistung abgeliefert hat. Sehr, sehr hartes Ground and Pound abgeliefert hat und das Publikum quittiert es mit Applaus. Definitiv, also hier nicht zu Unrecht. Man hat ja häufig die Situation, dass so ein Cut dann zum Kampfabbruch führt und man sich denkt, oh mein Gott, da hätte ich aber gerne noch mehr von dem Kampf gesehen. Das ging hin und her und man weiß nicht so genau, wer jetzt wirklich der bessere Athlet ist. Aber in diesem Kampf ganz klare Angelegenheit. Musa hat hier den Sack zugemacht, hat keine Frage offen gelassen und hier auch der verdiente Sieg. Da sieht man Gutschas Mojan, wie der Cut behandelt wird in der Nahaufnahme. Fachpersonal hier am Ring bei GMC, die MMA-Dogs und professionelle Cutmen, die sich um das Wohl der Kämpfer kümmern. Da steht er auch schon wieder, geht aus dem Ring. Blutet an beiden Seiten des Gesichtes, zwei Cuts hat er hier offensichtlich. Verlässt auch den Ring, ist zur Siegerehrung. Das offizielle Urteil. Sieger durch DSC Dr. Stop the Contest nach 3:39 in der ersten Runde. Der Kämpfer aus der roten Ecke, Musa Yangubayev.